Ja, guten Morgen. Vielleicht hört man es, draußen windet es wie Sau. Und deswegen gibt es jetzt ein kleines Video aus dem Auto. Wir waren gerade beim Kaffee und haben überlegt, was wir halt machen. Und bei dem Wind, wenn das so weitergeht, dann werden wir bloß einkaufen, Restaurant suchen und irgendwo beachen. Und suchen uns eine einsame Bucht heute mal. Schauen wir mal, ob das klappt. Also da kannst du leider in dem Delta nichts anders machen. Wir hätten ja unser Boot dabei, aber es hat sich noch keine Gelegenheit ergeben, dass wir das nutzen. Das ist ein Grabner River Star, ohne jetzt hier Werbung zu machen, aber das sind so große Luftkajaks. Und wenn du da mit Rückenwind rauspaddelst, bei dem Wind, glaube ich, kommst du da nämlich nicht mehr rein. Und auf das haben wir keinen Bock. Ja, also dann, tschüss und bis nächstes Mal. Ja, mache ich gleich noch ein kleines Statement. Und zwar, es tut mir furchtbar leid, aber wir werden es nicht schaffen, dass wir ein YouTube-Video hochladen. Das macht zu viel Arbeit und wir haben ja Urlaub. Und den wollen wir auch genießen. Und ihr kriegt das nächste Video erst daher irgendwann im Oktober. Sobald ich daheim bin, versprochen, mache ich mich sofort dran. Und falls irgendwer darauf wartet, also gehe ich jetzt ja mal nicht davon aus, mache ich mich aber sofort dran und werde ein neues Video schneiden von unserer Griechenlandreise hier. Kann euch aber sagen, es ist super. Macht total Spaß. Wir befinden uns ja angeblich in einem Risikogebiet. Na, Griechenland ist kein Risikogebiet, aber Balkan und so weiter. Aber hier ist so wenig los, dass ich echt Angst habe, wenn wir wieder nach Deutschland zurückfahren, weil dort steigen die Corona-Zahlen gerade. Und ich weiß gar nicht, wie das ist. Vielleicht lassen uns die hier gar nicht ausreisen. Das wäre ja lustig. Aber ich zeige euch mal, wie es hier zugeht. Kann man da gar nicht umschalten. So. Verlasse ich mal das sichere Auto und suche meine Schuhe. Jetzt wird der Ton wahrscheinlich schlechter. Tut mir total leid, fürs Eike. Delta.